herzlich willkommen beim Plan C. Ich muss ein bisschen flüstern, und zwar, ich habe mich jetzt richtig durchs Gebüsch gekämpft hier und über so einen kleinen Fluss. Das ist der absolute Wahnsinn. So eine dicke Krone hier. Okay. Ich habe hier so ein Lost Place an der Straße entdeckt. Das Problem ist, daneben sind gleich Gärten. Und ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht zu 100% sicher, ob das wirklich ein Lost Place ist. Aber doch, sieht auf jeden Fall so aus. Hier sind alte Schuppen und da vorne ist ein großes Haus. Ich bin nur ziemlich leise, ob ich dann noch mal nicht mal hier dran sein kann. Ja, ist auf jeden Fall ein Lost Place. Schönes Grundstück. Hier sind noch Wäscheleien. Ja, und schauen wir mal, was wir hier so finden. Ja, auch kein kleines. Ja, aber auch sehr vermüllt. Scheinen noch Simson-Reifen rumzuliegen. Ich mache euch mal ein bisschen Licht. Ich hoffe mal, ich bin allein hier. Und wenn mir jetzt was entgegenkommt, kriege ich wahrscheinlich einen Herzanfall. Scheiße, ist das unheimlich. Leck mich am Arsch. Voll unterkellert. Also kein kleiner Keller. Ich denke mal, so nach dem Aussehen wird das auf jeden Fall schon eine ganze Weile leer stehen. Hier war mal so eine Art Küche oder sowas. Kann natürlich auch das Bad gewesen sein. Okay. Wie man hier sieht, die zweite Etage ist nicht mehr ganz so gut in Schuss. Oh, geile Rundbögen hier. Sehr geil. Da ist alles schon ziemlich runtergekommen. Okay. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das hier war mal diese Decke und der Zwischenraum dazwischen, wie man sieht, ist der noch mit Schüttung ausgelegt. Ja, das ist die Schüttung. Meistens Schlacke. Oh, hier ist noch ein schöner Ofen. Den hat man schon mal vergessen. Ich muss ein bisschen aufpassen, da vorne sind die. Da sind die Fenster und gegenüber ist der Nachbar. Ja, schöner Ofen. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das sehr schlau, bei den Decken da jetzt noch hoch zu gucken? Weil ich glaube nicht. Wir gucken auf jeden Fall mal die Treppe hoch, ne? Aber ich glaube nicht.
dass es da unglaublich viel zu sehen gibt. Hier ist der Keller, wo wir hochgekommen sind. Die Holztreppe scheint auch noch halbwegs gangbar zu sein. Hier geht's raus, alles völlig verwildert. Schöne gusseiserne Gitter vor den Fenstern noch. Schmiedeeisen, gusseisen war ich schon. Hier ist alles sehr mit Vorsicht zu genießen. Da vorne ist auch der Garten von den Nachbarn. Da, ja. Also ich sag mal, das wird mir hier bei der Decke dann doch zu heiß. Ich laber und laber und geht doch immer weiter. Da sind schöne Schiebetüren. Das war eigentlich mal wirklich schönes Haus. Oh, hier ist sogar ein Kamin. Ach nee, das waren Nachtspeicherhöfen. Sehr schön. Ja, aber hier sieht die Decke auch nicht viel besser aus. Nicht wirklich. Das Risiko gehe ich jetzt nicht ein. Ich bin allein hier. Kein Schwein weiß, wo ich bin. Und ja, ich würde jetzt durch den Keller wieder zurückgehen. Jo. Und mich dann wieder hinten. Ich freue mich schon auf den Keller. Und werde mich dann hinten durch das Gebüsch da wieder zwingen. Was nicht einfach, ne? Ich würde ja gerne hier vorne rausgehen, aber jo, das geht ja leider nicht. Sagen, da liegt ein sehr altes Fahrrad. Okay. Das interessiert mich jetzt natürlich. Wow. Okay.
Ja, leider nicht mehr zu retten. Ich kann auch nicht mehr erkennen, von welcher Marke das ist. Leider keine Simson mehr. Da liegt hier noch ein Reifen von der Simmer. Das steht schon länger leer. Hier ist auch eine schöne Lagerfeuerstelle. Boah. Hier waren wir vorhin drin. Ja, wie gesagt, schönes Grundstück eigentlich auch. Ich werde mich jetzt mal wieder zurückschleichen. Wie gesagt, die Stimmen, die waren nicht weit weg. Schade, dass man das Fahrrad nicht mehr retten kann. Das war bestimmt mit Sicherheit ein schön altes Fahrrad. Hier ist noch ein altes Fass. Da sind die Ringe noch drum. Das hier sieht man aus wie eine Auffahrhilfe. Boah, ist vom Dach. Vom Dach. Ja, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall schon eine ganze Ecke. Und das Fahrrad liegt natürlich, oder ich gehe mal davon aus, dass das Fahrrad auch schon länger da unten liegt, als das Haus überhaupt leer ist. Weil das sieht so aus, als wenn es da irgendwann mal einer vergessen hätte. Ja, schön spannend. Schön gruselig. Also so ein Keller ganz allein, ernsthaft. Hätte ich mir jetzt vorher noch einen Horrorfilm angeguckt, ich glaube, ich wäre nicht mehr runtergegangen. So, jetzt muss ich irgendwie meinen Weg zurückfinden. Das wird nicht einfach. Weil hier alles total verwuchert ist. Und ich natürlich auch ein bisschen leise sein muss. Und dann muss ich noch über so einen kleinen Fluss, der sehr, sehr steile Abhänge hat. Das ist ja cool. Hier ist der Baum. In den Haken von der Wäschestange einpacken. Seht ihr was? Der stützt sich ja praktisch an dieser Wäschestange. Und seltsamerweise ist dieser hier schon umgebogen und der hält noch. Tja, man findet immer einen Weg. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Passt auf euch auf. Das heißt, macht nicht so einen Blödsinn wie ich. Geht allein in irgendwelche Häuser. Kein Schwein weiß, wo ich bin. Das kotzt mich an. Passt auf euch auf, geht in den Wald, sucht euch eure Abenteuer, egal ob es Lost Place oder Magnetangeln oder sonst was ist, darum geht es gar nicht, sondern einfach nur Erinnerungen schaffen. Man sieht sich. Ja, also von dieser Seite bin ich rein, hier ist der Nachbarsgarten, da sieht man den Zaun so ein bisschen. Also von dieser Seite sieht man gar nichts, ich habe es nur von der Straße gesehen. Von hier sieht man ganz oben auf dem Dach noch die alte Fernsehantenne, die zwischen den Bäumen rausguckt. Sehr cool. So, da vorne steht mal ein LKW. Und nun, aber ab ins Bettchen.